Jeden Tag gibt es neue Buzzwords wie AI, KI, Deep Learning, Machine Learning. Das verstehen doch eh nur Experten. Oder doch nicht? Ich erkläre es euch. Fachwissen zu künstlicher Intelligenz, High-Performance Computing und Cloud. Deep Learning, Machine Learning, künstliche neuronale Netze. Wie erfahren Unternehmen, welche KI-Technologie für sie sinnvoll ist? Wenn Unternehmen die KI einsetzen, ist die Frage nach der Wertschöpfung. Welches Ziel soll erreicht werden? Und genau da können Sie mit Unternehmen Kontakt aufnehmen, die schon die Erfahrung und Expertise haben. Was bezeichnet der Begriff Machine Learning konkret? Machine Learning hört sich erstmal ungewohnt an. Dahinter steckt im Endeffekt aber auch nur ein Algorithmus, der nicht auswendig lernt, sondern der auf Basis von Mustern und Gesetzmäßigkeiten ein statistisches Modell erstellt. Und der Algorithmus kann dann mit einer entsprechenden Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob etwas eintritt oder auch nicht. Sind Machine Learning und künstliche Intelligenz synonym? Der Begriff künstliche Intelligenz kommt aus den 50er Jahren. Machine Learning ist eine Unterkategorie der künstlichen Intelligenz und wurde bereits in den 80er, 90er Jahren geprägt. Wo findet Machine Learning bereits Einsatz? Machine Learning ist bereits bei uns im Alltag angekommen. Wir haben es sowohl in unserem Smartphone bei einer Gesichtserkennung, aber auch in der Industrie ist es bereits im Einsatz, zum Beispiel bei der Vorhersage von Wartungen. Was ist Deep Learning? Deep Learning ist eine Unterkategorie des maschinellen Lernens auf Basis von neuronalen Netzen. Das Besondere ist, der Algorithmus lernt selbstständig und verbessert sich. Wie kann Deep Learning Produkte und Prozesse in Unternehmen verbessern? Das Gute ist, der Deep Learning-Algorithmus entwickelt sich selbstständig weiter und muss nicht immer ständig neu trainiert werden. Zum Einsatz kommt das bei Chatbots, die sich ständig weiterentwickeln und bessere Antworten geben können. Wenn das Unternehmen KI-Prozesse einsetzt, hat es natürlich schon sehr viel Erfahrungen damit und kann es auch bei kommenden Projekten einsetzen, um bessere Lösungen zu implementieren. Welche Voraussetzungen müssen Unternehmen erfüllen, um Deep Learning zu nutzen? Deep Learning ist nicht schwierig umzusetzen. Wichtig ist erstmal die Entscheidung zu treffen und anschließend die vorhandenen Daten zu prüfen. Denn nur mit einer Datenbasis kann man auch einen Algorithmus trainieren. Was sind künstliche neuronale Netze? Künstliche neuronale Netze sind inspiriert durch das menschliche Gehirn und basieren auf Neuronen, sogenannten Knoten. Diese Neuronen nehmen Informationen auf und geben sie in abgewandelter Form auch wieder weiter. Künstliche neuronale Netze stellen einen Zweig der KI dar und Deep Learning ist die bekannteste Methode. Deep Learning ist der einfachste Weg für Unternehmen, die KI zu implementieren. Künstliches neuronales Netz, das klingt nach Rocket Science. Und die ist oft kostspielig, aber stimmt das denn? Nein, ist es nicht, denn die Werkzeuge sind auf dem Markt frei verfügbar und teilweise sogar Open Source. Künstliche neuronale Netze können auch von kleinen und mittelständischen Unternehmen genutzt werden, denn IT-Ressourcen stehen in der Open Telekom Cloud nach dem Pay-as-you-go-Prinzip zur Verfügung. Weitere Infos gibt's auch im KI-Whitepaper, kostenlos zum Download. Den Link finden Sie unten in der Videobeschreibung. Weitere spannende Details rund um künstliche Intelligenz, High-Performance-Computing und Cloud gibt's auf diesem Kanal. Abonnieren und Glocke klicken. Appetit auf KI? Wenn Sie KI-Projekte im Unternehmen umsetzen möchten, melden Sie sich gerne direkt bei uns.